Hallo und willkommen zum Informationsvideo über die Top 10 des Monats. Erstmal ein paar kleine Worte, wie das Projekt entstanden ist. Wir haben ja einen YouTuber-Clan und versuchen allgemein clan-interne Projekte zu veranstalten. Doch diesmal haben wir uns gedacht, dass wir jetzt noch die Person von außerhalb mit einbeziehen und das Projekt neu aufleben lassen. Deswegen heute das Informationsvideo und wie das ganze Projekt aussehen wird. Natürlich gibt es ein paar Vorteile und Vorzüge wegen dem Projekt. Man kann ja allgemein sein bestes Video des Monats einsenden. Dadurch erhält man eventuell vielleicht ein, zwei Zuschauer. Man weiß ja nie, kennt vielleicht neue Personen kennen oder schaut auf Kanälen vorbei, die man zuvor nicht gekannt hat. Das heißt, man kennt sich unter YouTubern dann immer mehr und mehr, was auch ein bisschen neue Freundschaften bildet und Kontakte knüpft. Das Konzept sieht wie folgt aus. Man hat nämlich vom 1. bis zum 7. Tag des jeweiligen Monats Zeit, ein Video einzusenden. Dazu wird es immer ein paar Sekunden Infovideo geben, wo das gegebene Formular von dem gegebenen Monat ist. Und dieses kann man dann auswählen und man macht dann automatisch bei der Top 10 des Monats mit. Man muss kein spezielles Video dafür machen, man sendet einfach normale Videos, die man innerhalb von einem Monat gemacht hat, einfach ein. Die Sache ist jetzt wie folgt. Zum Beispiel, es ist vom 1. bis zum 7. Oktober die Zeit, das Formular auszufüllen und dann muss man allgemein ein Video vom September einsenden. Natürlich ist es nur möglich, ein Video pro Kanal einzusenden. Das heißt, ihr müsst euch wirklich für ein Video entscheiden, welches ihr als persönlich bestes vom Monat empfindet. Natürlich wird es dieses jeden Monat geben. Preise wird es erst geben, wenn es die Top 5 des Jahres gibt, dann nehmen wir dann immer die jeweiligen Gewinner der ganzen Monate, zum Beispiel März, Februar und so weiter von den ganzen Monaten und stellen diese nochmal vor und dann wird das halt ausgewählt und die besten Videos des Jahres bekommen halt dann ein paar kleine Prämien. Die Sache sieht jetzt wie folgt aus. Nachdem man das Video eingesendet hat, wird natürlich die ganze Ansammlung von Daten ein bisschen verarbeitet und so Mitte des Monats, also so mehr 15. bis zum 20. des jeweiligen Monats, wird eine Art Nominierungsvideo stattfinden. Das heißt, dort werden 20 Kanäle oder eher gesagt 20 Videos, die eingesendet worden sind, ausgewählt von uns, den Veranstalter. Da habt ihr nämlich die Möglichkeit auszuwählen, wer dann in die Top 10 des Monats reinkommt. Das heißt, ihr habt ja die Auswahl der 20 Videos und jeder hat zum Beispiel eine zugewiesene Nummer von 1 bis 20, ist ganz logisch. Welche Videos und welche Kanäle dann auf welcher Nummer sind, wird halt im Video gezeigt, wie auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt und beschrieben sein. Das heißt, ihr macht dann zum Beispiel ein Hashtag Nummer 1 oder Hashtag 1, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass die Person, die als erstes da war, halt in die Top 10 kommen soll. Wir werden das natürlich alles auswerten und dann später am Ende des Monats alles in einem Video nochmal darstellen. Das heißt, kurz gesagt, ihr könnt natürlich entscheiden, wer in die Top 10 des Monats immer reinkommt und könnt dadurch auch vielleicht ein paar neue Zuschauer dazu bekommen, wie schon am Anfang gesagt, oder man schaut sich allgemein die Vielfalt der ganzen Videos an, vielleicht sind ein paar lustige dabei. Und wenn ihr Vorschläge, Anregungen oder Kritik für das Projekt habt, könnt ihr diese gerne in die Videokommentare schreiben. Wir werden natürlich auch versuchen, in der nächsten Zeit noch ein paar andere Projekte umzusetzen. Und das Projekt, wie gesagt, wird vom 1. bis zum 7. November das erste Mal stattfinden. Das heißt, in dieser Zeitphase habt ihr Zeit, eure Videos einzusenden. Dazu wird es halt noch am 1. November ein kleines Infovideo geben, wo ihr halt kurz gesagt die Möglichkeit habt, eure Videos einzusenden und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Packy. Ciao.